herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Server Tiger Ghost. Ja, ich bin wieder aus dem Urlaub zurück und hier kommt dann wieder ein aktuelles Video vom Server Tiger Ghost. Als ich in den Urlaub geflogen bin, ist ja ein Server gestartet namens Hyperia. Habe ich nicht mitgemacht und als ich aus dem Urlaub wieder zurück war, habe ich das Ganze mal gestreamt, habe da meinen Fuffi aufgeladen und habe mir den Server mal angeschaut, habe auch Unterstützung bekommen. Hatte eigentlich sehr gute Voraussetzungen gehabt, sage ich mal, um einen guten Serverstart hinzulegen. Aber ich muss euch sagen, ich werde diesen Server nicht spielen, ich quitte diesen Server, weil ich möchte mehr Fokus auf Tiger Ghost legen, auf meine Main Charmy. Und ja, so, ich würde sagen, dass ich diesen Server erstmal quitten werde. Eventuell zu Weihnachten, wenn mal ein temporärer Server kommt, damit mir das auch am Ende was bringt, damit ich dann zum Beispiel von dort aus einen Account hier rüber transferieren kann und EQ-Teile mitnehmen kann. Das wäre so, ja, eine Überlegung wert, aber so wieder getrennte Server, nee, dann lasse ich das mal und vollen Fokus auf meinem Main-Server mit der Charmy. Im Hintergrund habt ihr gesehen, ich habe da ein Spielbuch aufgezogen. Ist eigentlich unnötig gewesen, aber ich meine, ja, plus 8 ist easy gemacht mit Segis plus 7 machen und dann einfach ein Spiel plus 8 oder eine Drachensegi. Und dann ist das Ding wieder plus 8. War nur ein Versuch. Und ja, hier öffnen wir ein Pet, ein Alasto-Ei. Haben es Daddy genannt, 0,1%, ja, was soll ich sagen, ist auf jeden Fall Crap und es ist einfach ein Pet Typ 6, sind schlechte Startwerte, aber ich werde es definitiv behalten, warte bis es 30 Tage alt geworden ist und dann werde ich die Skills fertig machen, Monsterjäger, Drill und Berserker reinballern, dann habe ich schon mal ein gutes Damage Pet, leider sind die Startwerte nicht so gut, aber das ist eigentlich egal. Dann habe ich mir mal 18 Petbücherkisten gekauft, alle aufgemacht, weil wir brauchen auf jeden Fall Monsterjägerbuch. Das fehlt uns noch. Berserker-Drillbücher sind jetzt auch nicht so viel wert, die kosten hier auf dem Server 2kk bis 10kk maximal. Also auch nicht so viel wert. Und dann schauen wir mal. Crap, crap, crap. Ja, ein Berserker. Ein Monsterjäger ist ja schon eh Jackpot gewesen. So eine Petbücherkiste kostet 70, 80, 90 K um den Dreh. Manchmal ein One, wenn es keinen auf dem Markt gibt. Und ein Monsterjäger zwischen 42 und 50 One. Haben wir Gewinn gemacht. Monsterjäger packen wir zur Seite für unseren Pet, wenn es mal 30 Tage alt ist. Eine HTA gekauft auf dem Markt, plus 8. Aus Langeweile auf den Schmied gezogen. Der erste ist dann plus 9 gegangen. Haben wir schon Profit gemacht. Und der zweite ist kaputt gegangen. Haben das Ding dann auf jeden Fall boniert und ein paar Mal gedreht auf jeden Fall. Ich wollte irgendwas drauf haben zum Weiterverkaufen. Sowas wie 15 Feuer könnte man lassen. Also wenn da zum Beispiel 15 Wind draufkommt, hätte ich jetzt nicht gesagt, so komm, das kannst du lassen. Auch nur Crap. 1,5 KTP. 1 KTP, auch Crap. Ja. War wieder auch Crap. Da haben wir 15 Wind bekommen, aber kurz überlegt, komm, lässt du das? Nee, einfach weitergedreht. Da haben wir nochmal 15 Wind bekommen. Und ja, da haben wir jetzt 15 Feuer, 1 KTP, 10 Blitz, 10 Teufel, 20 Tiere. Das lassen wir einfach mal so. Die restlichen Dreher habe ich dann auf eine HTK gezogen. Die hatte ich noch im Lager rumliegen gehabt. Dachte ich, komm, irgendwas Gescheites drauf, kann man auch weiterverkaufen. Und übrigens, die HTK-Preise sind auch übelst gestiegen hier auf dem Server. Die waren mal irgendwie bei 2,5 Won, jetzt sind die mittlerweile irgendwie bei 10 Won aufwärts. Und ja, die Kette haben wir dann verkauft für 13 Won. Furchtmasken plus 8 gekauft, versucht auf plus 9 zu uppen. Hat nicht geklappt, ja, halb so wild. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall noch einen Krieger erstellen, aber dazu sage ich gleich was. Hier haben wir dann 4 Legi Rubine auf Mythisch. Der erste hat geklappt und den zweiten hinterher, der
Hat natürlich auch geklappt. Ja, zwei mythische, ein bisschen Gewinn gemacht. Eigentlich wollte ich verkaufen, aber dann die Leute im Discord kommen, ab auf klar, tu es, du musst es tun. Ja, haben wir dann auch versucht, das Ganze dann auf klar zu uppen. Und ja, hat auch geklappt. Haben wir auf jeden Fall ein bisschen Gewinn gemacht. So, hier habe ich ein bisschen was aufgeladen. Auf den Nebenschar, auf den Körperkrieger, den ich damals erstellt habe, der Level 55er mit Aura P. Hab dann, ja, nach 3-4 Dreher dann auch schon so eine Wayne-Pad-Kiste gezogen. Den werde ich, glaube ich, versuchen zu verkaufen, so zwischen 80 und 100 Won, wenn ich einen Käufer finde. Und natürlich die ganze Zeit gedreht, bis ich da erstmal einen Lolli gezogen habe. Und ja, den Char werde ich auf jeden Fall erstmal hochziehen auf Level 90. Der soll dann als Hexenfarmer dienen und für die Genies in der Grotte. Kann man auf jeden Fall machen. Ja, ich vermute mal, das nächste Video wird dann erstmal sein, dass ich euch wieder einen Boss-Guide mache mit der Charmy. Und danach gibt es dann ein bisschen mehr zu sehen vom Körperkrieger. Ja, also 90 da jetzt nicht schwer. Entweder lasse ich den halt alleine in der Grotte Auto jagen oder ich werde das Ganze mit der Charmy machen. Ja, bräuchte dafür noch eine Brücke. Und dann, ja, einen Tag mal leveln und dann ist auch gut. Hier versuchen wir dann das gute 24% Band auf 25% zu uppen. Hab da ja schon vor ein paar Videos schon einige draufgezogen. Und ja, das Ergebnis seht ihr ja jetzt. Ja, auch fehlgeschlagen. Also sobald es klappen sollte, dann gibt es ja eine kleine Animation und dann weißt du, okay, es hat geklappt. Aber es hat schon sehr viele Bänder gefressen. Ich glaube jetzt insgesamt, also von 24% auf 25% müssten das so ungefähr, ja, insgesamt, ich glaube 30 Tries gewesen sein, also 30 Bänder habe ich draufgezogen. Wenn man sich das mal hochrechnet, so, ne, das waren jetzt eigentlich so um den Dreh 100, 120 Won. Und ja, hier nochmal zum Abschluss, seht ihr nochmal den Körperkrieger abgehoben. Ich den auf 75 Level, hat noch einen mythischen Rubin drin, mit AW, DSS und Verteidigung. Und dann war es das auch mit dem Video. Zuletzt versuche ich jetzt noch einen Elementarverzauberung auf eine Waffe zu ziehen. Und dann sind wir schon zum Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.